Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge New Times. Und ja, wie auch nicht, erstmal mit dem Intro. Ihr erinnert euch sicher noch alle über den Google-April-Streich, was nämlich auf Google Maps war, und das war nämlich Pokémon suchend. Es war wirklich echt strange, dass Google sowas gemacht hat, aber was jetzt passiert ist, ist noch stranger. Und das ist nämlich, dass die Leute, die alle Pokémons gefunden haben, sogar einen Brief bekommen haben. Wenn ich das vorher gewusst hätte, hätte ich sicher alle Pokémons gesucht. Nein, ich wusste nicht mal, dass es einen April-Scherz gab. Die Post wurde halt alles an deine Adresse gesendet und da steht dann drin: Herzlichen Glückwunsch, du bist jetzt Pokémon-Meister, irgendwie so mit deinem Namen und alles so drin. Ich weiß es nicht genau, ich habe ja leider keinen bekommen, weil ich auch keine Pokémons gesucht habe, weil ich das verdammt nochmal nicht wusste. Und nächstes Mal, wenn sowas sein sollte, schreibt mich an, ich will's wissen. Einige von euch kennen sicher Marcel Lopez und seine Mutter ist leider an Krebs erkrankt. Dazu hat er nämlich jetzt einen Song veröffentlicht und der heißt Du bist so stark. Schließe deine Augen und folge dem Weg, den Weg, den du schon lange anstrebst. Seh den Mut und die Hoffnung in dir. Das alles wirkt so leicht und unkompliziert. Es ist so schwer zu verstehen. Diesen Song hat er auf jeglichen Plattformen sowie Amazon Music Load oder iTunes und mehr veröffentlicht, weil er halt Leute sucht, die den Song kaufen. Das macht er halt, damit er seine Mutter ein bisschen helfen kann bei der finanziellen Unterstützung. Ich habe mir den Song direkt gekauft, damit man ihm ein bisschen helfen kann. Helft ihm, kauft den Song, die Links habt ihr unten in der Videobeschreibung, so wie auch den Link zu seinem Video. Kauft ihn, sendet ihn an Freunde weiter, an Familienmitglieder, an einfach allen weiter, damit der Song halt verbreitet wird und ihr ihm helft. Ja. Ich hatte euch vor einigen Newsfolgen gesagt, dass Amazon ein Handy rausbringt. Und was ist passiert? Es ist bereits da. Das Handy heißt Fire Phone. Und was kann man damit machen? Eigentlich nur eine ganz simple Sache. Und das ist, wenn du ein Produkt hast, Handy draufhalten. Er scannt das Produkt irgendwie so ein durch 4 Infrarotstreifen oder so, Infrarotsignale. Und somit hast du oder erkennt Amazon direkt das Produkt denn und du kannst es dann online kaufen. Wo natürlich? Bei Amazon. Also meiner Meinung nach ist das einfach mal wieder eine Kommerzialisierungssache, die Amazon da durchsetzen will. Und wie sie das beim Kindle auch geschafft haben, werden sie es auch bei diesem Produkt natürlich auch schaffen. Ich sehe. Würdet ihr das Produkt kaufen, nur damit ihr Produkte einscannen könnt, beziehungsweise auf dem Smartphone die Produkte mit der Kamera einfach mal so draufhaltet? Schreibt es mir in die Kommentare. Ich sage dazu einfach mal ein klares Nope, da ich das irgendwie ein bisschen unnötig finde und dazu eigentlich schon Apps gibt. Wie findet ihr es? Wie gesagt, schreibt es mir unten in die Kommentare. Und die letzte News heute macht unser Freund Niklas von dem Kanal Torben Nick. Unbedingt mal bei ihm vorbeischauen. Coole Videos. Viel Spaß mit ihm. Ein 23-Jähriger war in Ludwigslust, das ist in der Nähe von Hamburg, auf Fliegenjagd mit seiner Gaspistole. An sich kann man den Fall ja noch als normal abstempeln, aber in diesem Fall war es ein bisschen anders. Der 23-Jährige schoss auf die Fliege, die war aber relativ unbeeindruckt davon. Also dachte er sich, hä, was ist denn mit der los, warum tut die nicht wegfliegen, und hat die Pistole auf seine Hand gedrückt. Was dann geschah, ist klar, er drückte ab und hat jetzt ein 4,5 mm großes Projektil in seiner Hand. Natürlich musste er ins Krankenhaus, die Polizei hat jetzt die Waffe, aber was mit der Fliege ist, das weiß man nicht. Ach ja, ich bin Torben Nick, mein Kanal ist bestimmt irgendwo in der Infobox oder sowas, bestimmt verlinkt. Schaut auf jeden Fall mal vorbei, bestimmt lasst ihr auch ein Abo da, wenn es euch gefallen wird, weil wenn ihr Phil mögt, werdet ihr mich lieben. Naja, Phil, für dich noch alles Beste und damit auch wieder das Wort an dich. Yo, das war's mal wieder mit dem Video von dieser Woche, ich hoffe es hat euch gefallen. Diese Woche gab es ja 2 Videos, wenn ihr das letzte verpasst habt, also den Random Day. Einfach mal vorbeischauen, ihr wisst wo, genau da oben. Zum vorletzten Video kommt ihr da unten. Ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen. Ja, ich weiß, ich muss zum Friseur. Das passiert auch nächste Woche. Was kann man noch dazu sagen? Bis nächste Woche. Oder, ja, nächste Woche Mittwoch wahrscheinlich. Man sieht sich oder man hört sich. Ciao.